So, herzlich willkommen zum neuen Video bei Bonsai Niedernhall. Und heute haben wir mal eine Märzkirsche auf dem Tisch, eine kleine junge Märzkirsche. Die habe ich von Bonsai-Schule Enger gekauft letztes Jahr. Und da wird es echt Zeit, die umzutopfen, weil ihr seht selber, zwei Blüten schon dran. Die anderen Knospen dick geschwollen, also höchste Zeit zum Umtopfen. Das wollen wir heute zusammen machen. Nach dem Umtopfen, das schauen wir mal, nach den Ästen noch. Ich sehe ein paar vertrocknete, die wird man noch entfernen. Aber ansonsten wird man gar nicht viel machen. Bei den Wurzeln, da müssen wir mal schauen, Wurzelschnitt, wird man nicht so viel machen, denke ich. Das Nötigste. Aber lasst uns nicht lange reden. Ich bereite alles vor, hole euch ein bisschen näher. Und dann legen wir los. Bis gleich. So, dann holen wir mal das gute Stück raus und schauen uns mal die Wurzeln an. Man sieht an den Seiten schon ein paar Wurzeln, also ist eigentlich gut durchwachsen. Machen wir hier mal ein bisschen frei. Ich denke, dass wir da von den Wurzeln her gar nicht viel schneiden müssen. Aber das sehen wir gleich. Gut, ihr seht ja selber, ist ein bisschen noch was zu tun, damit es euch nicht langweilig wird. Wenn ihr wisst, wie man Substrat von Wurzeln entfernt, werde ich das mal allein schön fertig machen. Und wenn es weitergeht, hole ich euch wieder dazu. Also bis gleich. So, wie ihr seht, schöner kleiner Wurzelballen, gut durchwachsen, einige weiße Feinwurzeln, also genau wie es sein soll. Schauen wir mal. Er geht nach oben. Haben wir hier noch ein bisschen was. Gut, eine Bari könnte was werden, müssen wir mal schauen. Aber es ist noch viel zu früh, was zu sagen. Aber ich denke, der Wurzelschnitt, ganz leicht nur, der reicht. Und ich würde sagen, ich bereite mal alles vor zum Eintopfen. Bereite die Schale vor. Und wenn ich soweit bin, dann hole ich euch wieder dazu. Also bis gleich. So, jetzt habe ich hier mal ein Schälchen vorbereitet für die kleine Märzkirsche. Ich denke, das ist optimal so. Und jetzt tun wir da mal ein bisschen Substrat rein. Und nicht zu vergessen, Mykorrhiza. Dann schauen wir mal, wie wir die Vorder- und Rückseite definieren.
könnte es so nicht ganz in die Mitte machen. Sieht aber ganz gut aus so. Das war so grob festmacht. Dann ziehen wir es ein bisschen an. Schneiden wir hier mal ein bisschen den Draht noch ab. So, ich denke, das ist ganz gut so. Dann füllen wir das Ganze noch auf. Substrat. Das ist meine ganz normale Laubmischung. Wir tun das gleich ein bisschen verdichten. Vor allem unter die Wurzel gut drunter verteilen, damit es einen guten Stand, einen guten Halt hat und sich gut weiter verwurzeln kann. Eine kleine Wurzel, die guckt hier oben raus. Die nehmen wir noch weg. So, gefällt es mir eigentlich ganz gut. Okay, ich würde mal hier ein bisschen Akadama noch aufbringen und bereite das vor und dann schauen wir uns das mal an, was wir mit den Ästen noch machen müssen. Ob wir da ein bisschen schneiden. Schauen wir mal. Bis gleich. So, jetzt habe ich da noch die Akadama-Schicht drauf. Habe es gleich mal ein bisschen besprüht, damit die Wurzeln nicht austrocknen. Jetzt schauen wir uns mal die Ästchen an. Hier ist so ein kleiner Knubbel. Ich will eigentlich nur die Trockenstellen wegmachen. Also die vertrockneten. So. Gut, das war's auch schon. Wir machen gleich mal ein bisschen vorsichtshalber Wundverschluss drauf.
So, das Wasser schon. Ich finde, es ist ganz gut geworden. Gut, ich werde hier mal ein bisschen sauber machen. Und dann tun wir nachher nochmal das Bandchen anschauen, gemeinsam besprechen, was wir gemacht haben. Ich bereite es mal kurz vor, mache hier sauber. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Was haben wir gemacht? Wir haben das Bäumchen, die Märzkirsche, aus ihrem Töpfchen genommen, haben die Wurzeln gereinigt und ausgewaschen, haben die Schale hier vorbereitet, Netzchen eingezogen, Substrat ein bisschen angefüllt, dann haben wir sie reingesetzt, ausgerichtet, gefällt mir jetzt so ganz gut. Ich wollte sie nicht so permanent gerade in die Mitte, sondern dass sie ein bisschen, ja, einfach ein bisschen schief steht, gefällt mir aber so richtig gut. Dann habe ich noch vereinzelt hier ein paar alte vertrocknete Ästchen, die zurückgetrocknet sind vom letzten Schnitt, entfernt. Und ja, das war eigentlich schon alles. Kleine Märzkirsche, nicht so viel Arbeit. Aber trotzdem finde ich, sie schön anzuschauen, und die wird hoffentlich einige an Blüten noch hervorbringen. Die Knospen, die platzen so richtig auf fast. Ja, gut, für heute war es das wieder. Und ja, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Vielleicht auch Kommentare, wenn ihr irgendwie was dazu sagen wollt, wenn euch was aufgefallen ist, was man besser machen kann oder vielleicht auch, was ich gut gemacht habe. Egal, schreibt einfach was rein, würde mich freuen. Abo und Glocke, damit ihr die nächsten Filmchen nicht verpasst. Immer dienstags, 18.30 Uhr, hier auf diesem Kanal. Ja, und ich würde sagen, das war's für heute. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bleibt gesund. Kümmert euch um eure Bäume. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Werner.